Und herzlich willkommen. Wir sind immer noch in der Hardstone. Wir sind immer noch mit Paladin dran. Und wir sind in der dritten Runde, wenn ich mich nicht verzählt habe. Und ja, Paladin ist geil. Was soll ich dazu sagen? Geht einfach krass ab. Und da haben wir auch schon Gegner gefunden. Ich muss noch mal kurz am Desktop mal nachgucken, ne? Weil das ist hier alles ein bisschen problematisch gerade. Oha. Ach, Phoenix, falls du das siehst, da gehe ich nicht von aus, aber. So, egal. Zu teuer, zu teuer, zu teuer, zu teuer. Silver Keltoi spielen wir gegen. Ich grüße euch. Immer schön grüßen und immer schön Danke sagen. So, erstmal hier Rächergeheimnis. Für den ersten Zug eigentlich gar nicht so übel. Ich werde es ihnen zeigen. Ich werde es ihnen allen zeigen. Er macht auch ein Geheimnis, ne? Könnte natürlich Coin und ihn machen, aber das wäre auch ein bisschen Verschwendung, ne? Andererseits, die zu spielen, wäre auch blöd, weil für das Geheimnis wäre das gleich vielleicht nicht schlecht, ne? Nachdenken. Machen wir das einfach mal. Auch wenn das nicht der beste Move war. Das weiß ich selber. Ich hätte jetzt eher erwartet, dass er mit der 1-2er auch hier drauf geht. Na gut, na gut, na gut, na gut, na gut, na gut, na gut. Ich melde mich zum Dienst. Das war eure letzte Warnung. Die habe ich trotzdem noch behalten wegen dem Geheimnis. Nicht, dass ihr euch fragt, warum, ne? Eines Tages werde ich so mächtig sein wie ihr. Ja. Eines Tages werde ich So, jetzt kommt hier erstmal der Buff, Freunde. Erstmal kommt der Buff. So nämlich. Frostblitz für 0. Gut gespielt. Portal für 0. Silber-Ernte-Golem für 0. Ja, hau raus, Junge, hau raus. Gar kein Problem. Ich glaube, da ist erstmal eine Weihe fällig. Aber es könnte auch ein Gegenzauber sein. Ne? Wenn da ein Gegenzauber ist, da wäre richtig bitter. Ach komm. Müssen wir ausprobieren. Ja, war ein Gegenzauber. Ist mies, aber. Es tut mir leid. Die Gerechtigkeit verlangt nach Rache. Ich diene dem Feuerfürsten. Dass die Weihe weg ist, ist blöd. Aber was soll ich machen? Ich bin echt davon ausgegangen, dass das hier eine Spiegelgestalt ist. Naja. Das kann ich nicht tun. Für die Gerechtigkeit. Das wird geschützt. Junge, Junge. Da war ein Drache, da war ein Drache, Drache, Drache. Keiner mehr drin. Alter! Was geht bei ihm? Gut gespielt. Gut gespielt. Was geht denn bei ihm ab, Mann? Trotzdem tot. So eine Sauerei, ne? Er hat geschlafen. Nee, der hat bestimmt noch einen Feuerball auf der Hand und macht ja einen auf BM. Ja, ja. Gerechtigkeit verlangt nach Rache. Ach. Schade, schade, schade.
Da bin ich wirklich ein wenig traurig, aber ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Ich weiß, die Folgen sind im Moment ein bisschen Quickies, kann man so sagen. Aber ist auch mal schön für zwischendurch. Und tschüss.